Herzlich willkommen zu unserem heutigen Look Talk. Das Thema ist mit guter Energie ins neue Jahr. Es war ja immerhin ein ganz besonderes Jahr. Und unser heutiger Gast ist Margareta Brunner. Hallo Margareta, schön, dass du da bist. Du bist Holistic Coach. Wirst uns dann gleich erklären, was du da machst und wie wir mit guter Energie ins neue Jahr gehen können. Ich möchte dich ein bisschen vorstellen. Du warst Medizinstudentin, also du hast Medizin studiert, hast dich dann aber anders entschieden, ja, weil du draufgekommen bist, dass die herkömmliche Medizin, sage ich jetzt einmal, nicht immer uns dorthin führt, wo wir vielleicht hin möchten. Wie war das? Es war eben beim Medizinstudium so, dass ich oft festgestellt habe, es werden Diagnosen gestellt, es wird eine Krankheit festgestellt und die Leute identifizieren sich dann noch mit dieser Krankheit. Und es gibt aber dann oft keine Alternativen. Wie kann ich dann noch zusätzlich etwas tun? Und das heißt bitte nicht, dass man keine schulmedizinische Beratung nehmen sollte. Ja? Das ist ganz relevant. Nur, es gibt so viele andere Möglichkeiten noch, wie ich sage, was kann ich für mich geistig tun? Was kann ich, genauso wenn ich zum Beispiel zum Masseur gehe und der arbeitet an mir körperlich, nur wenn ich immer trotzdem meine schlechte Haltung beibehalte und meine schlechten Gedanken, dann wird sich daran nicht viel ändern. Und genauso stehen oft die Ärzte dann an, die dann sagen, gut, ich kann dich zwar jetzt therapieren und ich kann dir zwar die Medikamente verschreiben, aber eigentlich weiß ich auch nicht weiter, weil du behältst immer noch deinen gleichen Trott, dein gleiches Leben bei und dann ändert sich nichts. Genau. Genau. Jetzt hast du dann umgeschwenkt, dein Leben geändert insofern, dass du nach wie vor beratest, ja, und auch auf der Seelenebene, sage ich jetzt einmal, beratest. Ja? Wobei, wenn man dich kennt, ich muss das auch sagen, die Margareta ist ein sehr, sehr bodenständiger Typ. Ja? Also wir haben hier niemanden, der in spirituellen Höhenflügen da durch die Gegend schwirrt. Du bist wirklich einer der bodenständigsten Menschen, die ich kenne. Bist aber natürlich inspiriert, sage ich jetzt einmal, vom Universum, kann man das so sagen? Oder vom? Ich sage immer vom höheren Selbst, weil wir haben ein Selbst, von dem wir uns bewusst sind und wo wir wissen, okay, das bin ich. Und dann gibt es aber ein höheres Selbst, das hast du, das hat jeder andere auch. Das ist so diese innere Stimme, die man ja eigentlich kennt und die man vielleicht immer wieder mal so ganz klein irgendwo und leise hört, aber die man sehr oft ignoriert. Und ich habe halt gelernt, sie nicht zu ignorieren, sondern wirklich darauf zu hören. Genau. Und lass mich dadurch führen. Wie muss man sich jetzt deine Coachings vorstellen? Weil du coachst ja auch im Businessbereich zum Beispiel, ja, also bis hin zu Unternehmen. Du coachst Businessleute. Was beinhaltet so ein Holistic-Coaching? Also so wie du schon gesagt hast, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man einfach nur mal Zukunftsvorhersagen macht und einfach mal sagt, okay, was passiert da, was kommt. Ich bin ein Freund von der Eigenverantwortung. Also ich bin ein großer Fan von, wenn du jetzt zu mir kommst, dass ich mal schaue, okay, was sind so die Themen? Du kannst doch gerne erzählen, dass du sagst, bei mir hängt es gerade mit den Finanzen, bei mir hängt es beruflich oder mit meiner Partnerschaft. Und dann bin ich aber kein Freund von wegen, ah ja, stimmt, du musst deinen Partner austauschen oder jetzt warte mal, in 3 Monaten triffst du jemanden, dann wird alles gut sein. Sondern dann kann man schauen, okay, was hast du an Themen mit? Weil wir haben alle so unsere Verhaltensmuster, unsere Verhaltensweisen. Und ich helfe dir zu erkennen, wie kannst du die aber verändern? Also das heißt, was strahlst du aus? Es gibt ja dieses Spiegelgesetz oder Resonanzgesetz und man sagt ja, was ich oder wie ich in den Wald hineinrufe, das kommt doch zu mir zurück. Und je nachdem, wenn du jetzt aber ständig zum Beispiel Unruhe, Angst, Zweifel, was auch immer ausstrahlen wirst, dann wird dir das im Außen ständig begegnen und das Leben wird dich ständig prüfen mit irgendwelchen Situationen, wo du Angst hast, wo du wirklich immer in dieser Unruhe und im Stress drinnen bist. Und da kann ich den Leuten helfen, egal jetzt ob Businessleute oder einfach Privatpersonen, die zu mir kommen, ihnen zu helfen oder zu erkennen, okay, wie verhalte ich mich da, was kann ich ändern? Also ganz viel wirklich in diese Eigenverantwortung zu gehen. Also es ist auch eine Frage des Mindsets natürlich. Absolut, ja. Wenn man im Mindset was verändert, dann verändert man sich selbst und verändert das Tun und dadurch natürlich auch die Umgebung. Absolut. Jetzt haben wir ein Jahr hinter uns, wo viele sehr, sehr gebeutelt wurden, viele auch Existenzängste natürlich berechtigterweise haben. Da ist es jetzt natürlich schwierig zu sagen, ja, ändere einfach dein Mindset und dann wird es schon wieder irgendwie laufen. Ja, was machst du mit solchen Menschen? Was rätst du denen?
es ist schon möglich, es zu ändern, aber eben nicht mit, ich mache jetzt 3 positive Affirmationen und dann werde ich durch sein. Also das ist ein bisschen, ich vergleiche das auch bei den Leuten immer, so wie wenn du ins Fitnessstudio gehst. Wenn du wirklich einen Sixpack haben möchtest, dann wirst du trainieren müssen. Dann kann dir der allergroßartigste Coach alle Übungen sagen, die für dich wirklich relevant und perfekt sind. Nur ob du diese Übungen dann machst oder nicht, das liegt dann nicht an mir als Coach, sondern das liegt dann wirklich immer am Klienten selber, ob ich auch etwas mache. Und das heißt, da kann man dann schauen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre haben viele Leute wirklich an das Limit und an die Grenzen wirklich ihrer Belastbarkeit gebracht. Ich denke mal, da ist ganz viel jetzt auch die Frage gewesen, wo stehe ich selber? Wer kennt sich selbst? Wer spürt sich denn noch selbst? Wir sind oft so getrieben in dem Außen, wir laufen mit, wir sind in so einem Hamsterrad drinnen und hatten jetzt die Möglichkeit, aber wirklich mal innezuhalten. Und dann waren oft aber Erkenntnisse, und das habe ich bei den Leuten ganz oft gesehen, eigentlich hat mir diese Arbeit eh keinen Spaß mehr gemacht. Weil oft ist dann, ich weiß noch, eine jetzt mal bei mir gesessen, eine sehr gut bezahlte Position gehabt und ist dann in Kurzarbeit geschickt worden und dann nicht mehr wieder angenommen worden. Und dann war aber wirklich so für mich die ganze Zeit da, wie ich ihr zugehört habe, ja, aber wolltest du oder macht dir das wirklich Freude? Na, Freude hatte sie schon ganz lange nicht mehr und sie hatte schon Burnout und Stress und Dinge. Ich habe gesagt, du hast dir aber gerade selbst verantwortet, weil du hast jetzt die Möglichkeit, was Neues zu finden. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für uns alle, wirklich zu schauen, passt das, wo ich noch bin? Und ich kenne ganz viele, die wirklich glücklich sind und die auch jetzt sagen, ich spüre von der ganzen Pandemie oder von diesem ganzen Stress gar nicht viel, weil mir macht meins Spaß. Ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch und ich denke, du genauso, dass du sagst, hey, eigentlich mache ich das wirklich gern, was ich tue. Ja, aber manche haben eben das Pech, sage ich jetzt einmal, oder wie auch immer, die Umstände, dass sie das, was sie tun, nicht gerne machen. Nur wie ändern die das dann? Ja, also was kann man denen raten? Ist ja schwierig. Also Jobs liegen ja jetzt auch nicht auf der Straße. Ja, es ist alles ein bisschen schwieriger, alles viel reduzierter. Also wenn jemand jetzt wirklich ein Künstler zum Beispiel, ja, keine Möglichkeit hat aufzutreten, keine Konzerte, es ist alles abgesagt. Ja, der ist vielleicht handwerklich gut, dann kann er Tischlerarbeiten machen. Aber wenn er das auch nicht ist, was rät man jemandem, der nur gut ist in dem, was er gemacht hat und jetzt von vorne anfangen muss? Das ist sicher eine sehr große Herausforderung, weil wir oft da extrem stark unsere Komfortzone verlassen müssen. Ich bin kein Freund von müssen, aber dürfen. Wenn ich eben merke, okay, in dem, da ist einfach die Tür zu. Und das ist einfach auch bei ganz vielen Menschen, die noch darauf hoffen, wie vor Corona, und das wird dann alles wieder so sein. Und die einfach sitzen und warten von wegen, ich muss jetzt gar nichts ändern, weil ich warte einfach und hoffe, das ist wie so die Decke über den Kopf und wir warten, dass einfach dann am nächsten Tag die Sonne wieder scheint. Und dann komme ich aber irgendwann drauf, es sind schon 1,5 oder 2 Jahre und es passiert aber noch nichts. Und das ist aber eben dieses Eigenverantwortung. Dann darf ich schauen, irgendwas kannst du garantiert noch anderes machen. Ja? Ein Beispiel zum Beispiel, das habe ich mal in einem Psychologiebuch gelesen, das fand ich richtig genial. Das war eine Dame, die war in einer Fabrik angestellt und wirklich Knochenjob mit Schichtarbeit. Und die hat nur für so kleine Spritzen und Kanülen für Chemotherapiepatienten hat sie so ganz kleine Ausstandsarbeiten gemacht. Also wirklich nichts, wo du sagst, Wahnsinn, das ist meine Berufung, da gehe ich jetzt auf. Ja? Und die hat man dann aber dann gefragt, wieso sie so positiv ist und wieso es ihr so gesundheitlich auch gut geht. Und sie hat dann gesagt, jeden Abend, wenn sie nach Hause geht, denkt sie sich, wie vielen Kindern sie heute das Leben gerettet hat, weil sie einfach die Möglichkeit gegeben hat, dass sie ein Medikament bekommen, dass es ihnen besser geht. Und das ist Mindset. Das ist einfach, dass ich wirklich in mir etwas verändere. Und wenn ich sage jetzt mal, irgendwo aufräume oder putze, ist vielleicht nicht die Arbeit, die sich jeder für sich großartig findet. Aber ich kann sagen, hey, ich kann helfen, dass jemand anderer, dass der sich wohlfühlt, dass es dem gut geht. Und da gibt es ganz, ganz viele solche Beispiele. Jetzt hast du vorhin gesagt, wie wir gesprochen haben, es wird nie wieder ein Vor-Corona geben, weil es wird einfach nicht mehr so werden wie vorher. Es ist alles neu. Wie ist das zu verstehen? So wie ich es für mich wahrnehme und eben jetzt sag, ob du es spürst oder wie auch immer, ja, aber einfach so wie ich es für mich die letzten Wochen, Monate, auch die Jahre schon beobachtet habe, wir sind alle sehr, sehr egoistisch unterwegs gewesen. Viele immer noch. Von wegen, ich mache einfach meins und ich bin eben so wie in einem Hamsterrad drinnen und das funktioniert eh irgendwie. Für mich funktioniert es irgendwie. Genau, und dann fertig. Und das wird schon irgendjemand im Außen auch für uns richten. Und jetzt sind wir wirklich angehalten, aus diesem Egoismus auszusteigen und zu schauen, okay, was kann ich mit beitragen, damit sich etwas verändert. Weil dieses eben vor Corona, dass das alles wieder gleich wird,
ich spüre es nicht und ich sehe es auch nicht, dass es wieder kommt. Allein, weil wir einfach, so wie du vorher gesagt hast, so viele an Existenzen an den Rand gekommen sind, mit unseren eigenen Ängsten, mit unseren Zweifeln. Also ich denke, es ist jetzt niemand mehr gleich, wie er vor 2 Jahren gewesen ist, weil man einfach sich mit vielen Themen auseinandersetzen durfte, die bis jetzt vielleicht irgendwo ganz weggesteckt gewesen sind. Das heißt, die Menschen müssen in die Eigenverantwortung gehen. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ja, das ist einfach das Um und Auf. Ja. Und da müsste man sie natürlich bestärken im Selbstbewusstsein, im Bewusstsein, du kannst das, du musst es versuchen, richtig? Ich glaube, ich darf auch wieder lernen, dass alle meine Handlungen, dass das Konsequenzen hat. Mhm. Dass ich, wenn ich etwas tue und wenn ich nur am Tag gehe und mir bei den anderen denke, oh mein Gott, wie schaut der heute wieder aus oder was hat die da heute gemacht oder wir haben es ja jetzt gerade auch sehr präsentiert in den Medien, wenn jemand zerrissen wird oder wo man sagt, na, wie konnte der nur? Mhm. Vielleicht, bevor ich anfange, wen zu bewerten oder zu beurteilen, dass ich mal kurz Stopp mache und mir denke, kann ich mich reinfühlen? Ja. Kann ich mich reinversetzen? Mhm. Vielleicht war da gerade irgendein Schicksalsschlag oder etwas, wo ich gar nicht weiß, warum dieser Mensch gerade so agiert. Und dann bin ich schon einmal aus diesem quasi drüber stülpen und naja, der andere, würde ich es wirklich besser machen in der Situation? Mhm. Und da, glaube ich, kann ich ganz viel ändern und kann ich ganz viel Bewusstsein auch schaffen, dass ich dann merke, naja, eigentlich sitzen wir vielleicht eh alle gerade im gleichen Boot, ja? Ja, na, wir sitzen natürlich alle im gleichen Boot, aber man hat doch das Gefühl, und wir beobachten das ja auch sehr stark alle, dass die Boote auseinander driften. Also dass in diesem einen Boot immer mehr Lager sich entwickeln. Es gibt sehr viel Missgunst auf andere Bootsinsassen, die vielleicht jetzt gerade ein bisschen erfolgreicher sind oder irgendetwas haben, was die anderen vielleicht nicht haben. Also Neid und Missgunst sind sehr prägnant, würde ich sagen. Dann haben wir natürlich die Impfdebatten, Impfgegner, Impfbefürworter, das ist noch einmal eines drauf. Wie kommen wir denn aus dieser Spirale wieder raus? Ich glaube eben genau darüber, dass wir versuchen, ins Mitgefühl hineinzugehen, dass wir wirklich versuchen, auch den anderen, die andere Seite mal zu verstehen. Weil egal, ob ich jetzt geimpft bin und dann wirklich davon überzeugt bin, dass mir diese Impfung hilft und dass das Ganze mir Sicherheit gibt, ja, dann wird dir das auch gut tun. Und dann gibt es aber Menschen, die gleich viel Angst haben vor einer Impfung, wie du vor dem Virus vielleicht Angst hast. Das heißt, versuchen beide Seiten zu verstehen und nicht mehr da zu bewerten und wirklich mal herzugehen und zu sagen, ich kann deine Meinung zwar nicht verstehen, aber ich kann sie vielleicht zumindest ein bisschen nachfühlen. Und nicht jetzt zu sagen, ja, aber wie kannst du nur oder weshalb tust du dieses oder jenes. Denn so wie am Anfang schon zitiert, wenn du wieder in den Wald hineinrufst, so kommt es auch zurück. Wenn ich jetzt jedem sage, ja, aber du bist verantwortlich und das machen ja beide Seiten gerade. Ja, die einen sind schuld, dass wir jetzt Lockdown haben, die anderen sind aber schuld, dass alles wieder verteilt wird und nicht. Jeder und ist schuld. Genau, die einen geben quasi die Grundrechte und die Freiheit auf. Und die, also diese Diskussion wird so durch diese Spaltung, glaube ich, und auch durch das Suchen des Schuldigen definitiv nicht erledigt werden, sondern ich kann nur für mich schauen, möchte ich mit in diese Ausgrenzung hineingehen oder nehme ich mich mal aus dem Ganzen raus und sage, weißt du, ich kann dich verstehen und ich kann meine Seite verstehen und vielleicht machen wir gemeinsam irgendwas draußen. Dass man sagt, hey, vielleicht gibt es Mittelwege. Und ich glaube, das ist genau das Problem in dieser ganzen Zeit, dass da eigentlich nicht oft nach Mittelwegen irgendwie gesucht wird und dass man eben sagt, eigenverantwortlich, ich kann etwas beitragen, sondern dass eigentlich jede Seite da sitzt, so wie du gesagt hast, im Boot sitzt und darauf wartet, irgendjemand mit dem Außen soll jetzt die Verantwortung übernehmen. Und dann geben wir den Politikern Schuld. Ein starker Steuermann. Genau. Und den Virologen und keine Ahnung, wer dann aller schuld an der Misere ist, weil alle haben es falsch gemacht. Ich finde das immer, ohne jetzt einfach von Corona ein bisschen wegzugehen, das ist so, wie wenn ein Fußballspiel ist und ich fand das immer schon lustig, auch als Kind. Wenn wir gewonnen haben als Nationalmannschaft, dann haben wir gewonnen. Genau, wir haben gewonnen. Ja, großartig. Wir haben das alle groß super gemacht. Und wenn aber die verloren haben, na, die haben verloren, also wirklich. Und dann gibt es 8 Millionen Trainer in Österreich, die dann sagen, wie der das hätte machen sollen. Und genau da, glaube ich, kann man ansetzen, dass man mal sagt, weiß ich es wirklich besser? Und wenn ich es besser weiß, warum tust du nichts? Was kannst du für dich tun in deinem Umfeld? Jetzt kannst du natürlich, so wie wir alle, nicht in die Zukunft blicken, aber du arbeitest mit Energie und kannst diese Energie auch bündeln. Wie bündelt man Energie? Auch Energie, da kann man vielleicht mal kurz drauf eingehen, was ist Energie überhaupt? Die einen sind so, spürt man Energie oder gibt es das oder nicht? Das ist sehr oft mit esoterisch. Genau, also spürt man es? Genau. Wenn du in einen Raum gehst und
da ist vorher ganz viel gestritten worden und da sind die Leute gerade ganz angespannt und gestresst. Ja, und das kennst du sicher aus deinem Job, aus deiner Arbeit. Wenn dann Redaktionsschluss ist, du spürst und denkst, oh, das ist eigentlich gerade unangenehm, da möchte ich nicht sein. Oder du kommst in einen Raum und merkst, hey, da ist richtig viel Herzlichkeit. Da ist einfach ein angenehmes und du fühlst dich wohl. Jeder spürt Energie. Und so wie es in Yoga, in den verschiedensten Lehren Prana und Qi und Lebensenergie auch genannt wird, ich spüre es einfach und das spürt aber jeder. Nur wir ignorieren es eben sehr oft, ja, dass wir dann einfach trotzdem drin bleiben und uns wundern, warum wir dann plötzlich mitstreiten irgendwann und mitgrantig sind. Oder jeder kennt das. Du bist ganz gut drauf und hast, weiß nicht, einen richtig genialen Tag gehabt. Und dann kommt dein Partner heim und ist so richtig grantig. Weil alles schiefgelaufen ist, was nur schieflaufen kann an dem Tag. So, und was passiert? Entweder du bleibst bei dir und schaffst es wirklich und das ist Energiebündeln. Dass ich sage, hey, meine, und das kannst du doch nehmen wie Schwingung, so wie einfach jeder Klang, jeder Ton, alles hat eine Schwingung. Wir selber sind alle Schwingung. Und ich schwinge einfach so in meinem Tralala dahin und sage, hey, ich bleibe weiter, wie so eine schöne Geige, die einfach mega schön klingt. Oder ich beginne quasi mitzukratzen, wie bei meinem Partner, weil der dann alles weiter verschimpft und flucht und ich weiß nicht was. Und irgendwann steige ich drauf ein. Das heißt, ich verlasse meine gute Energie, meine Schwingung und gehe dann irgendwann in Resonanz mit der Energie von meinem Partner. Und irgendwann schlussendlich werden wir wahrscheinlich beide einen furchtbaren Tag haben, weil wir dann noch diskutieren und streiten. Und in dem Fall habe ich dann mich auf den anderen gegenüber, und wir sind alle sehr empathisch, wir können das sehr gut und leider sind wir aber sehr gut darin, immer quasi ins niedrigere Niveau zu gehen, anstatt ins, im ins Hohen Höhe, zu bleiben. Also, genau. Wie oft gelingt es dir wirklich dann, den Partner rauszuholen? Weil es ist leichter oft mitzuschimpfen und man findet immer etwas, wo man schimpfen und jammern kann. Und genau so kann ich sie aber bündeln, dass du für dich achtest, worauf lenke ich meinen Fokus? Weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Die kennst du sicher, gerade jetzt eben mit der Angst, oh mein Gott, hoffentlich bekomme ich kein Corona, bekomme ich dieses und werde ich nicht krank, ja, oder wenn du einen wichtigen Termin hast. Und allein noch aus dieser Angst heraus, dass du das nicht möchtest, ist die Wahrscheinlichkeit schon viel höher, dass du dann etwas bekommst, weil du ja ständig da das ganze Feld und das genau gehst. Da hineingehst und das nährst. Und eben bündeln kann ich sie, indem ich wirklich immer wieder kurz mal innehalte und mir denke, stopp, jetzt habe ich gerade wieder vielleicht sehr negativ gedacht. Wie kann ich es denn relativieren? Oder wie kann ich was Positives draus nehmen? Also das heißt, wenn wir das jetzt runterbrechen, aus jeder Situation einfach das Positive ziehen, versuchen das zu bündeln und sich auch vorzustellen und als Mindset in den Kopf zu bekommen und aus dieser Situation dann genau, das rausgehen. Ist jetzt für viele vielleicht ein, naja, aber das ist so leicht gesagt. Es ist Übungssache und Glück ist nichts, was einfach ist. Es passiert ja nicht einfach, dass die einen glücklich sind und dass es denen immer gut geht. Ich sage immer, das ist harte Arbeit. Nur das wollen die wenigsten hören, weil die meisten wollen so zwei, drei Sätze. Gib mir mal irgendwelche Affirmationen und mit denen. Und genau da ist aber auch der Punkt. Wenn ich es nur sage, dann hat es überhaupt keine Auswirkung. Ich muss es spüren. Wie war denn das bei dir? Du hast das immer gespürt oder du musstest das auch lernen? Ich habe es immer gespürt, was nicht heißt, dass ich immer darauf gehört habe. Und wenn ich dann nicht darauf gehört habe oder mich auch mal habe mitreißen lassen und auch ins mich ärgern oder so, dann bin ich unglaublich schnell auch aus meiner Mitte draußen. Und das heißt, wir sollen... Also das heißt, du bist auch nur ein Mensch. Natürlich. Und ärgerst dich auch und hast auch schlechte Tage. Ich weiß nur dann für mich, dass ich damit einfach einen unglaublichen Rattenschwanz nachziehe und dann gleich die kommenden Tage auch alle furchtbar sind. Also ich weiß für du mich schon... Du weißt, wie du rauskommst. Genau, wie ich rauskomme und dass ich merke, gut, und ich erlaube mir genauso mal grantig sein und meine Kinder kennen das. Nur ich mache es zum Beispiel da auch sehr reflektiert, dass ich ihnen dann auch ganz bewusst sage, hey, ich bin nicht auf euch grantig, ich bin gerade unrund, weil, keine Ahnung, der Mond schief steht, das Wetter, was auch immer. Ja. Und aber dann ganz bewusst in diese Eigenverantwortung gehen, nicht alle jetzt mitziehen in dem Boot und alle mit untergehen lassen, sondern dann sage ich oft, hey, lasst mich heute in Ruhe oder lasst mich jetzt gerade, ich bin gerade so grantig und so unrund, ich könnte gerade alles zerlegen und dann wissen sie es auch. Ja? Genau, weil dann wäre alles schlecht, was sie machen. Nicht? Genau. Also dann Gefahrenzone sozusagen. Genau das. Ja? Und damit wissen sie aber, okay, das ist nicht unseres, wir brauchen auch unseren Zustand da gerade gar nicht verändern, weil wie oft passiert es, der andere ist grantig und dann versuche ich den retten. Ich kann aber jemand anderen nicht retten. Das funktioniert nicht, auch wenn wir immer noch darauf hoffen, dass Jesus oder welche Engel oder Messias oder Virologen kommen, um uns zu sagen, und jetzt haben wir die Lösung. Die Lösung liegt in uns. Genau. Anstrengend, aber es ist so. Wie gesagt, denk immer wieder ans Fitnessstudio. Also wenn du für dich denkst, warum mache ich es? Also ich finde immer, es ist ganz wichtig zu schauen, was ist mein Sinn, was ist mein Bestreben? Mache ich es einfach nur, weil man es halt so macht und weil es einfach irgendwie gesagt wird, na jetzt musst du Ende des Jahres, wir haben jetzt dann bald Neujahr, wieder gute Vorsätze, mache ich die, weil einfach alle die von mir erwarten?
Oder mache ich das wirklich für mich, weil ich sage, was möchte ich für dieses? Und dann muss ich mich aber, oder darf ich mich schon mal hinsetzen und reflektieren, okay, was hat in dem Jahr alles nicht funktioniert? Wo bin ich noch auf irgendwelche Diskussionen und Dinge eingestiegen? Mhm. Wo war ich noch nicht in meiner Verantwortung? Wo habe ich noch nicht geschaut, dass ich mich wieder selbst auffange, sondern habe es meinem Partner, meinen Kindern, wem auch immer umgehängt? Und dann kann ich hergehen und sagen, okay, was könnte ich besser machen? Und es gibt garantiert mindestens 10 Situationen, wo du weißt, hey, da hat es echt gut funktioniert. Mhm. Und dann übe ich und dann gehe ich weiter, wie in der Schule. Ich darf halt üben, um ein bisschen weiterzukommen. Jetzt hast du vorhin ein gutes Stichwort gesagt, nämlich quasi gerade zu Jahresende und zum Jahreswechsel sollte man das vielleicht tun, sich mit sich selbst beschäftigen. Jetzt gibt es diese Rauhnächte, die zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden. Mhm. Ja, das sind ganz besondere Brauchtumsnächte. Was passiert in dieser Zeit? Du hast es schon erwähnt, das sind Brauchtumsnächte. Das heißt, es ist gerade im Ländlichen, es ist noch viel bewusster. Und mein Mann lebt in Salzburg und dort ist es ganz normal, dass man räuchern geht und dass man da am Haus und Hof räuchert. Das ist in der Stadt schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber gerade in der letzten Zeit oder gerade die letzten Jahre, wo wir doch sehr viel Zeit hatten, uns mit uns zu beschäftigen, ist das wieder mehr gekommen. Und es ist so, die Rauhnächte kannst du dir so vorstellen, es ist wie eine Schwellenzeit. Man sagt, das ist so die Zeit zwischen den Jahren. Man hat das Sonnenjahr mit 365 Tagen und das Mondjahr mit 354. Mhm. Und diese 11 Nächte oder Tage dazwischen, da hat man früher gesagt, okay, das ist so die Zeit zwischen den Jahren, wo man einfach orakeln kann, wo man schauen kann, was, wie gesagt, ohne das jetzt zu esoterisch werden zu lassen, man kann einfach schauen, was möchte ich im alten Jahr lassen? Was ist echt so ein Rucksack, wo ich sage, danke, den packe ich aus und den verräume ich, ohne ihn mitzunehmen. Und wir haben alle so Packerl bei uns, wo wir dann einfach, anstatt sie auszuräumen, mache ich morgen, mache ich übermorgen und dann sind sie willkommen im neuen Jahr, sind sie auch wieder da und dann schleppe ich sie halt mit. Und da habe ich aber in dieser Schwellenzeit oder in dieser Rauhnachtszeit die Möglichkeit, mich einmal hinzusetzen. Ich kann ein Rauhnachtstagebuch schreiben, ich kann mal beobachten und schauen, wie geht es mir so in der Zeit, was kommt da so alles hoch, was habe ich eben für Vorsätze, mache ich die für mich, habe ich die für andere gefasst. Und kann da sehr viel mit mir selber eben mal reflektieren und mich auseinandersetzen, um gereinigt oder positiv quasi ins neue Jahr zu starten. Die Rauhnächte gehen von wann bis? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansichten. Also die einen fangen schon am 21. Dezember an. Für mich ist es immer eine sehr besondere Zeit. Das ist so die Wintersonnenwende, wo die längste Nacht des Jahres ist, wo man sagt, die dunkelste Zeit, man ist mit seinen Schatten beschäftigt. Und wenn du dir das vorstellst, früher war es so, da ist dann das Licht wieder geboren worden. Mhm. Also wenn ich früher mir denke, da hat man ja nicht gewusst, geht die Sonne wieder auf oder nicht, überlebensnotwendig. Man jetzt wissen wir, dass sie jeden Tag wieder aufgeht. Aber da war es wirklich ein, jetzt wird die Zeit wieder länger, das Licht kommt wieder. Und das heißt, es ist wie so in der Natur, wo alles schläft, da keimt jetzt schon etwas in der Erde. Und da kann ich schauen, was sind so meine Samen, die ich gesät habe, auch bei der Eigenverantwortung, was habe ich dann so an Samen ausgesät, die ich jetzt langsam in mir keimen lasse, damit sie dann eben im neuen Jahr auch wirklich schöne Blüten tragen. Also vom, du sagst, es gibt verschiedene Interpretationen, von wann bis wann? Also vom 21. Und dann ist es aber noch am 24., da beginnt die erste Rauhnacht. Also ich für mich mache so, dass also man sagt, am traditionellen Heiligabend ist die erste Rauhnacht. Genau, Rauhnächte, sagt man immer, starten von Mitternacht bis Mitternacht. Das heißt, du startest am 24. Dezember um Mitternacht und die geht bis zum 25. Dezember um Mitternacht. Mhm. Und da hast du dann quasi 24 Stunden, wo du für dich schauen kannst, okay, was passiert da alles, wie geht's mir, habe ich schon Familienstreitigkeiten, was möchte ich? Ja, ist leicht möglich am 24. Genau, was möchte ich da aber alles lösen? Und dann einfach im Hinterkopf behalten, das ist so wie ein Bote. Man schreibt nämlich die Rauhnächte auch immer den Monaten zu. Also die erste Rauhnacht würde für Jänner stehen. Und wenn ich da viel Streit, viel Unruhe habe, dann sagt man, dann ist der Jänner durchaus möglich, dass der eher unruhig wird. Okay, also darauf achten, dass am 24. Genau. möglichst wenig Reibungsflächen entstehen, dann wird auch der Jänner gut. Und wenn, vielleicht auch wieder auflöse. Ja? Oder dass ich wirklich dann hergehe und sage, muss ich wirklich jetzt im Streit auseinandergehen? Oder möchte ich das vielleicht doch wieder auflösen? Und die letzte Rauhnacht ist wann? Die ist, manche sagen am 5. Jänner, ich mache es immer mit dem 6. Jänner, dann haben wir 13 Rauhnächte. Und 13 ist dann quasi, die steht fürs gesamte Jahr. Also wo man sagt, man hat von 1 bis 12 jeden Monat, jede Rauhnacht quasi, die für einen Monat steht. Und der 5. auf dem 6., wo dann die heiligen drei Könige sind, da habe ich dann nochmal quasi eine Übersicht über das gesamte Jahr. Also es ist auch eine besondere Nacht, wo man sich dann vornehmen sollte, Ziele, positive
Affirmationen? Genau. Was machst du zum Beispiel in dieser Nacht? Also ich mache so, dass ich gar nicht erst am 5. anfange, sondern dass ich schon wirklich für mich am 21. beginne und dass ich dann für mich schaue, früher war es bei den Bräuchen so, dass man gesagt hat, man sollte alle Schulden eingefordert haben, man sollte keine offenen Geldgeschäfte mehr haben, man sollte Dinge, die man sich ausgeborgt hat, wieder zurückgeben. Das versuche ich für mich auch noch zu machen. Also dass ich wirklich sage, so eben dieses alte Jahr abschließen, was ist noch an Rechnungen offen, an Dingen offen, was ist noch so von Aufräumen eben, wo man sagt, das möchte ich eh schon lange erledigen. Das wäre ideal, wenn man das bis dahin einmal erledigt hat. Und dann eben für sich schauen, was ist zum Beispiel, machst du dir eine Liste mit allen Dingen, die nicht so gut gelaufen sind in dem Jahr und wo du sagst, okay, dann setze ich mich mit der Liste hin, was könnte ich ändern? Einfach so, einfach nur gedanklich mal damit spielen, damit ich dann für mich schon mal in einer neuen Situation, die mir wieder begegnen wird, mit Garantie, schauen kann, mache ich es genau gleich wieder oder habe ich schon was draus gelernt? Und das hilft aber, wenn ich mich selber vorher schon geistig damit beschäftige. Das heißt, also diese Nächte jetzt und diese Tage nützen, diese zwischen den Zeiten haben wir es genannt, die Tage zwischen den Jahren nützen wirklich für Selbstreflexion, für Gedanken, gute Gedanken, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, wie finde ich mehr zu mir, sich mit sich einfach beschäftigen, ja, das wie man das früher eigentlich auch immer gemacht hat, nicht nach Ablenkung suchen, sondern nach innen gehen. Und ich denke, das haben ja unsere Omas uns eigentlich schon geraten, das da wirklich zu tun. Mal schauen, das heißt ja auch diese besinnliche Zeit um Weihnachten, Neujahr, dass man die wirklich für sich nutzt und sagt, okay, was kann ich da für mich tun und eben mich mit meiner Mitte mit guten Gedanken stärken und gute Gedanken kann ich zum Beispiel auch anderen schicken. Alles, was ich jemandem wünsche, weil du vorher angesprochen hast, wir sind sehr oft im Neid, in der Missgunst drinnen, wieso hat der das und ich habe das nicht, wie wäre es stattdessen mal herzugehen und zu sagen, wie hat der das gemacht, dass er dorthin gekommen ist? Dann drehe ich schon ganz automatisch mein Mindset, dass ich dann nicht mehr denke, ich sitze da in dem Boot und der hat die Riesenjacht, sondern sage, okay, wie hat der das gemacht, dass der diese Yacht bekommen hat? Was könnte ich für mich tun, um auch dorthin zu kommen und dem zu sagen, hey, ich wünsche dir das, weil alles, was ich auch anderen wünsche und eben auch diese Segenszeit da jetzt um Weihnachten, ich kann mal hergehen und mir vorstellen, weil wir auch den Christbaum da haben, mit jeder Kugel, man sagt, das sind so Segenskugeln zum Beispiel, also dass du dir vorstellst, du gibst jedem Menschen, dem du begegnest, einfach mal einen guten Wunsch mit. Das haben wir früher gemacht mit Beten für andere. Manche ist das zu sehr kirchlich, aber ich muss ja nicht beten. Ich kann einfach jemanden, der auf der Straße mit ganz grantigem Gesicht geht, mir einfach mal denken, hey, ich wünsche dir gerade einfach ein Lachen oder irgendwas Gutes, dass dir was passiert. Und der Wunsch wirkt Wunder. Genau. Weil, wie gesagt, wenn ich jemandem was Gutes wünsche, gleichzeitig bekomme ich ganz viel davon zurück. Ob es der andere dann annimmt oder nicht, das liegt dann nicht an mir. Aber ich kann einfach, das ist so, wie, stell dir vor, du bist in einem Nebel, in einer Nebelwolke drin, aus Gedanken, aus Negativen irgendwo. Und dann kommt so ein kleiner Sonnenstrahl durch. Weil vielleicht jetzt gerade die Uschi oder ich jemand vorbeigeht und dir einfach irgendwas Positives schickt. Und plötzlich hast du in diesem ganzen Nebelwust wie so einen Sonnenstrahl, wo du weißt, hey, ah ja, stimmt. Da gibt es ja doch noch ein bisschen Licht. Ja, schön. Also das heißt wirklich anderen offen begegnen und auch mal ein Kompliment machen, auch mal sagen, hey, du schaust super aus und geht es dir gut, dir muss es gut gehen, du schaust toll aus und zum Beispiel deine Augen strahlen und man findet immer was. Genau. Ja? Und da hast du jetzt aber auch schon schön erklärt, wo habe ich meinen Fokus? Auf alles, was negativ ist, gerichtet oder auf das Positive? Und wenn ich meinem Partner ständig sage, er räumt die Socken nicht weg und er macht dieses und jenes nicht, irgendwann wird man dann sagen, eigentlich ist eh alles nur negativ, was ich mache. Als wenn man mal wirklich, so wie du schön sagst, hergeht und sagt, hey, großartig, hast du gut gemacht. Weil das vergessen wir leider sehr oft, dass wir nur in dem sind, was wir nicht machen und was alles fehlt, anstatt zu sagen, hey, ist gerade wirklich gut gelaufen. Genau, aber das schafft eben positive Energien und diese Energien brauchen wir fürs nächste Jahr. Das wird wahrscheinlich anstrengend werden, auch für uns selbst, also auch wenn wir positiv sind, es ist anstrengend. Diese Energien kann man sich ja mitnehmen und einfach sich damit einhüllen oder hast du vielleicht so einen Tipp, weiß nicht, da gibt, dass man sich eine Farbe vorstellt oder ein goldenes Licht, sage ich jetzt einmal. Irgend sowas würde ich noch gern hören von dir. Also erstens mal kannst du es machen, dass du am Abend für dich reflektierst und mal schaust, was war heute gut, was war nicht gut, wo habe ich jemandem was Positives mitgegeben, wo habe ich was Positives gehört, weil dann schließt du schon mal ganz anders den Abend und den Tag ab, als wenn man nur mit, oh Gott, was hat alles nicht funktioniert und man kann gar nicht einschlafen. Und dann kann man hergehen, ich bin jetzt kein Fan von, man muss sich schützen und Ding, das impliziert immer eine Angst. Das ist immer ein, oh Gott, ich habe Angst, ich muss irgendwas machen. Aber was ich mir vorstellen kann, dass du zum Beispiel dir innerlich dir vorstellst, du hast da dein Herz, das kennen wir alle, das spüren wir, das fühlen wir. Und
da kann man sich vorstellen, das ist wie so ein Licht oder ein Feuer drin oder einfach die Liebe, die ich dann auch spüre, zu meinen Kindern, zu meinem Partner, zum Leben, zu was auch immer. Und dann stelle ich mir das als Farbe vor, ob das für dich violett ist oder grün ist oder ganz egal. Und dass du dir auch vorstellst in Situationen, wo habe ich diese Liebe, wo habe ich diese Leichtigkeit, die Freude gespürt, was hat das für mich für eine Farbe? Und wenn es mir dann nicht so gut geht, dass ich mir dann genau vorstelle, hey, ich hülle mich jetzt wieder in diese Farben ein. Oder ich nehme das jetzt wirklich mit und merke, ah ja, das verändert gerade in meinem ganzen Sein etwas. Da hat aber natürlich jeder eine andere Farbe. Absolut. Also, das würde ich ganz nach Präferenz machen. Das ist jetzt nicht global zu sehen, das ist je nach Gefühl und da muss man dem Gefühl vertrauen. Genau, was sich für dich richtig anfühlt. Das ist eben genau dieses Wichtige. Es gibt nichts Generelles oder Allgemeines, was man verschreiben kann, sondern es ist, es muss sich für dich und darf sich für dich richtig anfühlen und spüren. Das kann für jeden was anderes sein. Jetzt bietest du auch Seminare an und Workshops zu den verschiedenen Themen. Du hältst die auch mit Zoom. Also das heißt, da kann man sich anmelden und dann coachst du auch in der Gruppe, nehme ich an. Genau, also wir haben jetzt beenden wir gerade einen Zyklus von der Reise zu dir selbst. Das ist eben ein, wie kann ich mit mir selber arbeiten, in die Eigenverantwortung gehen, weil jedem sagt das System von Jung etwas mit den Archetypen und ich habe das ein bisschen für mich adaptiert und mein eigenes System daraus kreiert, dass du 12 Aspekte in dir hast. Du hast einen Krieger, du hast einen Verwaisten, du hast die Liebe in dir, du hast einen Suchenden und kann man sich dann vorstellen, das entweder auf meiner Lebensbühne oder auf meinem Schiff. Und das sollte meine Mannschaft bei mir sein. Und wenn jetzt aber meine gesamte Mannschaft ständig abhaut und bei meinen Kindern zum Beispiel auf dem Schiff unterwegs ist, naja, was wird passieren? Mein Schiff wird stehen. Und genau da helfe ich den Leuten zu sehen, welche Aspekte hast du alle, wie kann ich mit denen in Kontakt kommen und wie kann ich für mich arbeiten. Und da hatten wir wirklich großartige Erlebnisse und Feedbacks von Depressionen, die wirklich besser geworden sind, über Hautausschläge, die sich also wirklich dann weg waren und einfach nicht mehr da sind. Über Partnerschaften, eine hat mir geschrieben, du hast unsere Ehe gerettet. Und das ist so, nein, ich habe gar nichts gemacht. Du hast selbst so viel an dir gearbeitet. Sie sitzen jetzt immer gemeinsam vor dem Zoom und schauen sich das an und man sagt, großartig. Ja, das kann man buchen bei dir ganz einfach. Genau, einfach über margaretabrunner.com und da ist meine Seite, da sind alle Angebote auch zu Rauhnächten und Räuchermischungen und quer durch die Bank. Und das geht natürlich nächstes Jahr. Da starten wir einen neuen Zyklus, was so großartig war. Wie ist der erste Zyklus nächstes Jahr? Also der beginnt im Februar, da starten wir und dann geht es mit jedem Aspekt, sind wir einen Monat lang beschäftigt, dass man eben wirklich schaut, jeder hat ein anderes Thema, zum Beispiel, welches Sternzeichen bist du? Wassermann. Der Wassermann ist dem Narren zugeordnet und der Narr ist die Lebensfreude, ist die Leichtigkeit, ist aber auch Maskentragen. Das heißt, und wir haben alle in unserem Leben Masken auf, in dem Fall darf ich für mich immer wieder schauen, wie authentisch bin ich, wie weit zeige ich mich schon. Geht es mir gut, geht es mir schlecht? Oder wie weit lebe ich auch meine Lebensfreude? Wie weit kommt die durch? Und wie weit muss ich vielleicht manchmal mich ein bisschen noch verstellen? Und dann haben wir einen ganzen Monat Zeit, um damit dann zu schauen und zu arbeiten. Der ist zum Beispiel, ich habe das auch dann den Organen zugeordnet, wäre der Gallenblase zugeordnet. Das heißt, da kann man dann schauen, okay, vielleicht darf ich manchmal meine Galle etwas mehr stärken oder über die DCM schauen, wie kann ich das strömen mit Meridianen? Also ich gebe da verschiedenste Einblicke, wo jeder für sich etwas dann findet, wo er sagt, darüber kann ich echt was anfangen und einsteigen damit. Schön. Ja, klingt gut. Ja, also vielleicht klinke ich mich im Februar dann ein. Freue ich mich. Vielen Dank, Margarete. Wir gehen mit guter Energie ins neue Jahr. Wir werden die Energie bündeln. Ich zumindest. Und ich werde es auch versuchen, an meine Umgebung weiterzugeben. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch schöne Weihnachten. Ein tolles neues Jahr, naja, ein tolles neues Jahr, eher einen guten Start ins neue Jahr. Oder was würdest du wünschen? Ich würde jedem wünschen, dass du wieder selber ein Leuchtturm bist, dass du nicht darauf wartest, dass wer andere das Licht anzündet, sondern ich gebe es auch in meinen Ausbildungen immer weiter. Stell dir einen Leuchtturm vor, der steht da und der leuchtet. Der schaut nicht, es ist windig, es ist stürmisch, der rennt nicht weg, weil irgendwo ein Sturm kommt, sondern der steht und leuchtet. Und das wünsche ich jedem, dass er dieses Licht in sich findet und ein Leuchtturm im nächsten Jahr ist. Genau, also auf das wir alle richtig strahlende Leuchttürme werden nächstes Jahr. Alles, alles Liebe euch und habt es fein und bleibt gesund. Ciao, danke.